I am Jochen, und das ist der Frühsport für Montag, den 18. November 2024. Schönen guten Morgen. Wer hier schon länger dabei ist, der weiß, wenn ich einen Bademantel trage, dann hat es mich ein bisschen erwischt. Die Erkältung ist hartnäckiger geworden und deswegen mache ich mir es hier schön muckelig, packe mich warm ein. Und dann müsst ihr natürlich trotzdem nicht auf euren Frühsport verzichten, denn Sport findet ja trotzdem statt. Und wie? Kevin Kravitz und Tim Pütz sind Sieger der ATP Finals im Doppel. Wahnsinn. Richtiges dolles Ding, was sie da gestern gezogen haben, die beiden. 7-6, 7-6 im Endspiel gegen die Weltranglisten Ersten, Marcelo Arevalo und Mate Pavic. Und damit der allererste ATP-Finals-Titel für ein deutsches Doppel jemals in über 50 Jahren. Herzlichen Glückwunsch an die beiden und viel Spaß euch beim Feiern. Im Einzel geht der Sieg an Jannik Sinner, der hat es jetzt geschafft. Letztes Jahr wollte er auch schon mal in Turin, also beim Heimturnier gewinnen, da hat er gegen Djokovic im Finale verloren. Jetzt war der nicht dabei und da gab es das Endspiel gegen Taylor Fritz und das war eine klare Nummer. 6-4, 6-4 hat der Jannik Sinner am Ende gewonnen und ist damit der ATP-Champion. Herzlichen Glückwunsch auch dorthin. So, das war dann in Sachen Einzel. Turniere, das letzte, was wir hatten in diesem Jahr. Es gibt noch die Davis Cup Finals, die steigen dann nächste Woche ein, wenn die Billie Jean King Cup Finals dann so langsam ausklingen und dann ist die Tennissaison rum. Apropos Billie Jean King Cup, bei Polen, da schuldete ich euch noch das Doppelergebnis. Die haben gewonnen, die Polinnen, gegen Tschechien im Viertelfinale. Das war Spätspiel von gestern, das ist weit nach Mitternacht erst zu Ende gegangen. Am Ende gewinnt aber Polen 2-1 und steht im Halbfinale gegen Italien. Das findet heute Abend statt, ab 17 Uhr, wenn ihr Lust habt zu gucken, könnt ihr das gerne tun, exklusiv auf Tennis Channel. Ich weise noch einmal darauf hin, wo es jetzt um die Wurst geht. 7 Tage Probeabo könnt ihr dort abschließen. Dann habt ihr in dieser Woche den Rest von Billie Jean King Cup mit drin und die komplette Davis Cup Finalrunde. Also ein guter Deal, finde ich, für Umme. Geht auf tennischannel.de und schließt dieses Abo noch ab, wenn ihr wollt. Gestern gab es dann zwei weitere Viertelfinalspiele noch beim Billie Jean King Cup. Slowakei gewinnt gegen Australien 2-0 und Großbritannien 2-0 gegen Kanada. Wurden dann die Doppel dann gar nicht mehr ausgespielt. Und damit also zweites Halbfinale dann morgen Slowakei gegen Großbritannien. Und die Männer, die starten dann morgen auch mit ihrem Turnier. So, apropos Turnier, was habe ich vergessen die Tage über? Es sind Curling-Europameisterschaften. Ich weiß, ihr seid alle große Curling-Freunde. Und heute könnt ihr das Spiel der deutschen Männer sehen gegen die Schweiz um 19 Uhr live auf Eurosport 1. Bisher sieht es so aus für die deutschen Damen sehr, sehr gut. Die haben ihre ersten 3 Spiele gewonnen. Allerdings spielen die in der B-Liga. Also die wollen aufsteigen gerne. In die A-Liga, momentan in der B-Liga sieht das sehr gut aus. Die Männer spielen in der A-Liga und da war es ein bisschen durchwachsen, der Start. Ein Spiel gewonnen, eins verloren. Und jetzt also heute Abend dann das Ding gegen die Schweiz live ab 19 Uhr auf Eurosport 1. Wer noch nie Curling gesehen hat, schaut mal rein. Ich mag das. Entschuldigung übrigens, falls ich mal zwischendrin mal hier so die Nase hochziehe oder so. Ich will sie ständig putzen. Aber ich hoffe, man hört es nicht so dolle. Ob ich jetzt nicht sagen soll, vielleicht hört es gar nicht. Ich weiß nicht. Frauenbundesliga gibt es heute auch wieder in Sachen, da sind wir beim Fußball angekommen. 1. FC Köln gegen Werder Bremen, 18 Uhr live auf The Zone und auf Sport 1, wer Lust drauf hat. Was gab es gestern in der Frauenbundesliga? Bayern 5-0 gegen Jena, klares Ding. Und Leverkusen gewinnt 1-0 in Leipzig. Wir warten noch das heutige Spiel ab und dann gucken wir morgen mal in Ruhe auf die Tabelle, würde ich sagen. Nations League, Gruppe A, Entschuldigung, läuft noch jetzt gerade. Ich nehme früher auf, weil ich dann auch irgendwann hier raus bin. Deswegen, das machen wir alles morgen, vertagen wir. Gruppe B hat gestern noch ein bisschen was gespielt und da sind dann auch Gruppen zu Ende gegangen. England, Irland 5-0, klares Ding. Norwegen, Kasachstan auch 5-0. Das würde ich gerne alles vertagen auf morgen. Wir gucken, oder auf übermorgen sogar vielleicht, wenn alle Gruppen durch sind. Das machen wir so. Wenn alle Gruppen durch sind, machen wir auf einen Schwung die Nations League einmal komplett durch und gucken, was ist passiert, wer ist auf und wer ist abgestiegen. Heute beschränke ich mich drauf, euch zu sagen, wer heute Abend noch spielt. Da gibt es zum Beispiel 20:45 aus der Nations League A, Kroatien, Portugal und Polen, Schottland und Serbien, Dänemark und Spanien gegen Schweiz. Das als Konferenz wäre schön und da gibt es nicht. Also Einzelspiele oder nix. Nations League C und D spielen und auch noch unter anderem Liechtenstein gegen San Marino. Auch das könnt ihr auf der Zone gucken, aber nicht in der Konferenz. Ist doch klar. So, und dann haben wir noch die WM-Qualifikation in Ozeanien. Da hat sich was entschieden. Und zwar Fidschi, Neukaledonien spielen 1-1 und sind damit beide in die finale K.O.-Runde der letzten 4 eingezogen. Papua-Neuguinea verliert gegen die Solomon-Inseln mit 1-2. Die sind damit beide ausgeschieden. Heute gibt es dann in der Nacht jetzt auf Montag, falls ihr spontan es noch einrichten könnt,
die Entscheidung in der anderen Gruppe, in der noch gespielt wird. Tahiti gegen Vanuatu und Samoa gegen Neuseeland. Tahiti, Vanuatu um 4 Uhr in der Früh und Samoa, Neuseeland könnt ihr mal ab 8 zum Frühstück gucken. Oder ihr lasst es und schaut dann einfach bei mir rein. Ich muss mir kurz mal die Nase abwischen. Denn die läuft, Verzeihung. Das ist live. Ja, klar, bei hier alles live, wisst ihr ja. So, Ski Alpin gab es gestern und zwar in Levi, den Slalom der Männer, der geht an Weihnachten. Das ist keine Saison ohne diese Wortspiele. Oder Clément Noël aus Frankreich hat das Ding gewonnen, Linus Strasser am Ende auf einem guten 7. Platz als bester Deutscher. Und was wir auch nicht vergessen wollen, es hat auch gestern ja der Skeleton World Cup begonnen und vorgestern sogar auch in Pyeongchang, da waren zwei Weltcup-Rennen. Und bei den Männern hat beide Christopher Crotea gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Der führt natürlich damit jetzt auch in der Gesamtwertung mit 2 Siegen aus 2 Rennen. Das ist schon ganz schön beeindruckend. Und bei den Frauen gab es für Hannah Neise immerhin einen 2. Platz. Auch das ist eine schöne Sache. Weiter geht's dann nächstes Wochenende in China, in Jiangqing. Dann haben wir... So, Ski Alpin hatten wir, Tennis hatten wir. Was haben wir denn noch übrig? Ja, genug anderes noch, ne? Hier, Eishockey, Deutsche Eishockey-Liga. Da gab es gestern wieder ein paar Spiele. Die Eisbären haben gewonnen gegen die Löwen Frankfurt, damit ihren Platz 1 verteidigt vor Fischtown Penguins. Die gewinnen auch klar 4-0 gegen die Münchner. Und auf Platz 3 ebenfalls mit einem Sieg Ingolstadt, auch wenn sie nach Penalties gebraucht haben gegen die Adler Mannheim, aber immerhin. 34 Punkte für sie, 40 Berlin, 36 Fischtown, 34 Ingolstadt und die Mannheimer dann auf der 4 mit 30 Punkten. So, dann gucken wir ins Tabellenende. Da hat Düsseldorf verloren, aber nach Overtime immerhin ein Pünktchen geholt gegen Nürnberg. Naja, hätten ruhig auch gern 2 sein können. In Penalties kann man dann auch mal so einen zweiten holen vielleicht. Davor gab es das Spiel zwischen Augsburg und Iserlohn. Das haben die Iserlohner gewonnen. Die haben jetzt ebenso wie Augsburg 17, Düsseldorf 13, also 4 Punkte immer noch hinten dran. Und damit immer noch letzter die DEG. Heute gibt es eishockeymäßig nichts, soweit ich weiß. Hab zumindest hier nichts stehen. Das hat nichts zu heißen, klar. Aber Handball gibt es heute Abend. Handball Bundesliga, HSV Hamburg gegen Füchse Berlin. 19 Uhr auf Dein Sports. Könnt ihr live dabei sein. Was ist gestern passiert? Da gab es das Topspiel. Flensburg-Handewitt gewinnt in Kiel und arbeitet sich tabellarisch weiter nach vorne. Ist jetzt Dritter mit 15 Punkten. Kiel abgerutscht auf die 9 mit 12 Punkten. Flensburg also 15, Hannover-Burgdorf 16 Punkte knapp davor und Melsungen mit 18 an der Spitze. Die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen in Potsdam und damit ist Potsdam weiterhin auch nach 9 Spielen punktlos. Tabellenletzter. Und dann gab es bei den Frauen Europapokalspiele in der European League. Dortmund kommt eine Runde weiter gegen die Tschechinnen aus Most und der Thüringer HC kommt eine Runde weiter gegen die Ungarinnen aus Váci oder von Váci. Ich weiß gar nicht, wie man das dann ausspricht. Kommen wir zum Basketball. Da gab es in der BBL wieder Spiele gestern. Bayern München verteidigt souverän die Tabellenführung mit einem klaren Sieg gegen Bonn. Damit jetzt mit 6-2 weiter vorne vor Ulm, die auch klar gewinnen gegen Göttingen mit 109-70. Damit auch 6-2 und Zweiter. Und Würzburg gewinnt in Ludwigsburg und ist mit 5-2 Dritter. Also die drei Teams mit jeweils 2 Niederlagen. Und das heißt aber auch, dass die Bonner jetzt nicht mehr 2 Niederlagen haben, haben wir verloren. Also die rutschen aus der ganz großen Spitzengruppe so ein bisschen raus. Am Tabellenende weiterhin Göttingen mit 0-7 Bilanz jetzt. Und Alba Berlin macht mir immer mehr Kummer. Die haben jetzt verloren auch in Vechta. 3-5 deren Startbilanz. Müssen wir im Auge behalten, wie es da noch weitergeht für die Albatrosse. So, Eishockey haben wir, Tennis haben wir, Basketball haben wir, Handball haben wir, Football ist noch voll am Laufen, da bringt es jetzt noch nicht drüber zu reden. Darts wollte ich noch erwähnen, stimmt. Grand Slam of Darts, das Finale läuft noch, kann ich euch nichts bieten. Die spielen ja wieder Best of 31 Legs, die Halbfinals habe ich aber. Luke Littler hat dort ganz knapp gegen Gary Anderson gewonnen, 16-15, das war eine echt enge Nummer. Und dann gab es noch das zweite Spiel, Martin Lukman, der hat sich gegen Michael Mansell durchgesetzt. Das Finale läuft also gerade, ein rein englisches Endspiel zwischen Lukman und Littler. Ist noch völlig offen. Das werde ich euch morgen mitteilen, weil ich einfach selber noch nicht weiß, wie es ausgeht. Logisch. Dann haben wir noch Tennis. Tischtennis haben wir noch. Mühlhausen in der Champions League verliert gegen El Niño Prag. Ich finde immer noch diesen Namen großartig. Bleibt aber Zweiter in seiner Gruppe. Das ist schon mal ganz brauchbar. Sind die jetzt schon weiter? Oder spielen die eine Rückrunde? Ich muss nur kurz hier abwischen. Ich glaube... Verzeihung. Ich glaube, das ist schon durch. Ich glaube, das waren so kleine Mini-Turniere mit jeweils nur einem Spiel und dann wären sie im Achtelfinale, die Mühlhausener. Schön, nehme ich jetzt einfach mal so an. Ich habe ja auch keine weiteren Paarungen mehr drinstehen in den Gruppenspielen. Und im Europe Cup, da hat Grünwettersbach gewonnen bei Vitroni. Und auch hier sieht es ganz danach aus, als wären die schon eine Runde weiter. Naja, also deutsches Tischtennis.
oder deutsche Tischtennisvereine, Tischtennisvereine läuft. Football habe ich noch anzubieten für Monday Night natürlich. Stimmt, Viertel nach zwei, die Dallas Cowboys empfangen die Houston Texans zum texanischen Duell in der Nacht auf Dienstag. Monday Night Football heißt das ganze Ding. Viertel nach zwei könnt ihr live dabei sein auf der Zone. Die übertragen das natürlich wieder. So, ich glaube, wenn ich hier so drüber schaue, das dürfte es Verzeihung gewesen sein. Reicht dann auch. Für mich reicht es jetzt auch. Ich mache halt die Klappe jetzt wieder und steck mich weiter ins Warme. Ich wünsche euch einen schönen Montag. Viel Spaß beim Gucken. Heute ist ja nicht so viel, aber bis Nations League vielleicht noch schauen heute Abend, wenn ihr es könnt. Und Frauenbundesliga, vielleicht noch Tennis. Denkt an das Gratis-Abo, was ihr gucken könnt. Oder Curling natürlich. 19 Uhr auf Eurosport. Wir sehen uns morgen wieder, dann mit irgendwas. Werde ich schon finden. Alles klar, macht's gut und bis dann.